Hallo zu einem kurzen Update zu Hero Siege. Ich weiß, ich habe jetzt bei einigen der Charaktere, wenn nicht sogar bei allen, nach dem sechsten Akt auf dem Schwierigkeitsgrad normal gesagt, dass ich warten werde, bis der siebte Akt erscheint. Allerdings gab es eine kleine Ankündigung von den Entwicklern von Hero Siege, die gesagt haben, dass der siebte Akt wohl noch ein wenig dauert. Also mit ein wenig meine ich tatsächlich eine Weile. Deswegen wird es so aussehen, also ihr seht es gerade hier auch schön auf dem Bildschirm, dass ich wohl erstmal schaue, dass ich mit jedem Charakter Nightmare durchspiele, also sprich den sechsten Akt auch beende. Ich denke, das sollte zeitlich eigentlich ganz gut hinhauen, bis dann auch der siebte Akt erscheint, dann kann ich ihn auf Nightmare machen. Und es wird zudem, werden auch zwei neue Charaktere wohl erscheinen. Für oder mit der neuen Erweiterung von Hero Siege. Das ist zumal einmal der Demon Slayer und der Demon Spawn. Und mit beiden werde ich dann auch komplett von vorne beginnen. Das heißt, wir kommen dann insgesamt auf 7 Charaktere von Hero Siege. Bedeutet jeden Tag, also so ist der Plan erstmal, jeden Tag soll es ein Hero Siege Video geben, jeden Tag ein anderer Charakter. Ja, einfach damit ein bisschen Hero Siege fokussiert wird. Ist ja ein geiles Spiel in meinen Augen. Also so viel jetzt erstmal zu Hero Siege, damit ihr auf dem Laufenden seid. Wenn es Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten denke ich, dürfte alles soweit geklärt sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!